Ich möchte ein Foto von euch beiden vor dem Schild. Gut. Bitte lächeln. Hey Mama, was ist das denn? Was wäre, wenn ein kilometergroßer Asteroid in Las Vegas einschlagen würde? Druckwellen würden über die USA hinwegfegen und die größte Katastrophe in der Geschichte der Menschheit auslösen. Das ist verheerend für einen Planeten. Wir sind auf unserem Planeten nicht so sicher, wie wir glauben. Gigantische Katastrophen haben die Erde schon oft heimgesucht. Und es wird wieder geschehen. Können wir die drohende Vernichtung abwenden? Oder läuft bereits der Countdown Erde? In den Weiten des Weltraums lauert eine Gefahr, die unseren Planeten zerstören könnte. Asteroiden. Bei der Entstehung des Sonnensystems wurde nicht alles Gesteinsmaterial in Planeten gebunden. Was übrig blieb, das sind die Asteroiden. Millionen von Asteroiden streunen durch unser Sonnensystem. Die heutigen Asteroiden bestehen aus dem Urmaterial des Sonnensystems. Es ist das am wenigsten veränderte Material, an das wir gelangen können. Asteroiden können so klein sein wie eine Faust oder so groß wie eine ganze Stadt. Die meisten finden sich im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Es gibt jedoch auch andere, die eines Tages mit der Erde kollidieren könnten. Lang haben Wissenschaftler darüber diskutiert, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Heute sind sie sich weitgehend einig, dass ein Asteroid für dieses Massenaussterben verantwortlich war. Nicht nur die Dinosaurier verschwanden damals. Insgesamt fielen dem Asteroiden 3/4 aller Tier- und Pflanzenarten an Land, im Wasser und in der Luft zum Opfer. Vor 65 Millionen Jahren schlug ein 10 Kilometer großer Asteroid vor Yucatan in den Golf von Mexiko ein. Dieser Asteroid war so groß wie ein Berg. Die Energie, die beim Einschlag frei wurde, entsprach etwa 100 Millionen Megatonnen TNT. Die Sprengkraft war zig Millionen Mal so groß wie die der Atombombe von Hiroshima. Für alles im Umkreis von mehreren hundert Kilometern bedeutete der Einschlag das sofortige Ende. Durch den Einschlag entstand der 160 Kilometer breite und 13 Kilometer tiefe Chicxulub-Krater. Als der Asteroid mit dieser Urgewalt einschlug, schossen Unmengen Trümmer und Gestein aus dem Krater heraus. Unmengen Asche und brennende Trümmer wurden hochgeschleudert. Die Folgen waren riesige Flächenbrände. Der Einschlag war so heftig, dass die Trümmer über die Atmosphäre hinausschossen und über den ganzen Planeten verteilt wurden. Die Trümmer schossen bis in den Weltraum hoch. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wurde so viel Hitze frei, dass selbst Kontinente fernab vom Einschlagsort in Brand gerieten. Die Dinosaurier wussten nicht, wie ihnen geschah. Plötzlich waren da so viele Sternschnuppen, dass der Himmel aus heißer Lava zu bestehen schien. Der Himmel stand mehrere Stunden lang in Flammen. Dann wurde es dunkel. Am nächsten Tag muss es stockfinster gewesen sein. Die Temperatur fiel rapide. Die Dunkelheit zog sich über Monate hin, was die Nahrungskette aus dem Gleichgewicht brachte. Ein Extrem folgte auf das nächste. Zuerst wird man bei glühender Hitze gegrillt, dann fühlt man sich wie im Gefrierschrank. Nur ein Viertel der Lebewesen auf der Erde überlebte diese Katastrophe. Viele Menschen glauben, dass solche Szenarien der Vergangenheit angehören. Im Weltraum gibt es jedoch unzählige Asteroiden, die uns gefährlich werden können.
Asteroideneinschläge sind zum Glück selten, aber sie sind nicht auszuschließen. Überall im Sonnensystem finden sich Beweise für Asteroideneinschläge. Man muss sich nur den Mond und den Mars ansehen und dann die Krater zählen. Die Erde kann ähnliche Narben vorweisen. Auf der Erde gab es genauso viele Krater wie auf dem Mond. Die meisten erodierten jedoch im Laufe der Zeit. Die NASA hat eine Karte mit ungefähr 200 Kratern erstellt. Diese Krater erinnern uns heute noch an die zerstörerische Kraft von Asteroiden. Der bekannteste Krater ist der 50.000 Jahre alte Barringer-Krater im US-Bundesstaat Arizona. Der jüngste und am besten erhaltene Krater der Erde hat einen Durchmesser von ca. 1200 Metern. Er wurde von einem Eisenbrocken verursacht, der ungefähr halb so groß war wie ein Fußballplatz. Um den kreisförmigen Krater herum türmte sich nach dem Einschlag ein Wall auf. 1908 folgte ein weiterer Warnschuss, das sogenannte Tunguska-Ereignis in Sibirien. Am 30. Juni 1908 drang frühmorgens ein etwa hausgroßer, instabiler Asteroid in die Erdatmosphäre ein und explodierte mit einer Sprengkraft von ungefähr 2 bis 3 Megatonnen TNT über der sibirischen Wildnis. Zum Glück war diese Region fast unbesiedelt. Es gab zwar Gerüchte über 1 bis 2 Tote, Beweise dafür gab es aber nie. Dieser Teil von Sibirien ist nämlich sehr unwirtlich. Wäre so ein Asteroid über einer Stadt explodiert, wären die Folgen verheerend gewesen. Das entsprach einer 2 bis 3 Megatonnen Atombombe. Bei so einem Einschlag sollte man weit weg sein. Die Suche nach Asteroiden ist heute eine der wichtigsten Aufgaben von Astronomen. Dank Beobachtungen mit Teleskopen in den letzten 2 Jahrzehnten wissen wir ziemlich genau, wie viele Asteroiden es in Erdnähe gibt. Die eigentliche Gefahr liegt aber im Unbekannten. So sieht das auch der ehemalige Astronaut Ed Lu, der heute die B612 Foundation leitet. Ungefähr 1 Million kleinere Asteroiden, etwa so groß wie der von Tunguska, umkreisen die Sonne in der Nähe zur Erde. Davon haben wir nur etwa 10.000 entdeckt. Astronomen konnten beobachten, was passiert, wenn einer dieser erdnahen Asteroiden auf einem Planeten einschlägt. Im Juli 1994 zerbrach der Komet Shoemaker-Levy 9 in 21 Fragmente, die auf den Jupiter krachten. Die Folgen der Einschläge waren schwarze Flecken, die so groß wie die Erde waren. Beim Einschlag wurde eine Energie von mehreren Millionen Megatonnen TNT frei. Das entspricht mehrere hundertmal dem gesamten Atomwaffenarsenal auf der Erde. Die Fragmente von Shoemaker-Levy 9 drangen mit hoher Geschwindigkeit in die dichte Atmosphäre des Jupiters ein und explodierten. Die Trümmer waren so heiß, dass sie tausende Kilometer in die Höhe schossen. Dann regneten sie auf eine erdgroße Fläche herab, wobei extrem viel Hitze frei wurde. Wenn diese 21 Fragmente die Erde getroffen hätten, wäre alles Leben ausgelöscht worden. Was also, wenn die Astronomen irgendwann einen Asteroiden entdecken, der direkten Kurs auf die Erde nimmt? Astronomen suchen schon seit Jahren nach Asteroiden, die uns gefährlich werden könnten. Zum Beispiel mit dem Infrarotteleskop WISE der NASA. Aber reicht das? Beunruhigend ist, dass die Astronomen nicht den ganzen Himmel absuchen. Ohne eine rechtzeitige Vorwarnung wären wir schutzlos ausgeliefert. Je nach der Größe des Objekts könnten wir es 1 oder 2 Tage vor dem Einschlag erkennen. 2 Tage vor dem Einschlag erscheint alles normal. Doch aus den Tiefen des Alls nähert sich ein Asteroid, der direkten Kurs auf Las Vegas nimmt. Er würde wie ein Stern aussehen, der immer heller wird. Kurz vor dem Einschlag wäre er ein leuchtender Feuerball.
Die einzige Warnung wäre, dass man sieht, wie er in die Atmosphäre eindringt. Der Asteroid schießt mit der Energie einer 1-Million-Megatonnen-Bombe durch den Himmel. Er wäre zwischen 60.000 und 80.000 Kilometer pro Stunde schnell. Die Folgen bei einer so hohen Geschwindigkeit wären absolut vernichtend. Der Einschlag würde eine riesige Feuerfontäne wie bei einer Atomexplosion auslösen. Der Asteroid reißt ein 1,5 Kilometer tiefes Loch in die Erde. Wenn ein knapp 2 Kilometer großer Asteroid auf der Erde einschlagen würde, läge der Kraterdurchmesser bei 15 bis 25 Kilometern. Beim Einschlag zerspringt der Asteroid wie eine Splitterbombe. Und mehr als 4 Kubikkilometer Trümmer werden hochgeschleudert. Um den Einschlagkrater herum regnen die schwersten Trümmer als erste wieder herab und begraben alles unter sich. Die Stadt der Sünde wäre für immer Geschichte. Von Las Vegas bliebe nicht viel mehr als ein großes Loch in der Erde. Die durch den Einschlag verursachte Verwüstung reicht jedoch noch viel weiter. Kurz nach dem Einschlag würde eine Druckwelle mit 160 Kilometern pro Stunde über den Südwesten der USA hinwegfegen. Die Winde wären stärker als die bei einem Hurricane und würden alle Bundesstaaten in dieser Gegend verwüsten. Eine Minute danach sorgt ein Erdbeben für Erschütterungen und zerreißt Kalifornien. Als nächstes würde die Erde von einer Druckwelle erfasst, die von einem Erdbeben mit der Stärke 8,3 oder mehr ausgelöst werden würde. Nur wenige Gebäude würden das überstehen. Die Erschütterungen wären an der kompletten Westküste der USA spürbar. Bei einem Asteroideneinschlag von diesem Ausmaß würde in einem Umkreis von hunderten Kilometern alles vernichtet werden. Im 320 Kilometer entfernten Los Angeles könnte man den Rauchpilz von Las Vegas mit bloßem Auge sehen. Wenn man vom Auto aus in die richtige Richtung blicken würde, würde man die Katastrophe live miterleben. Die Einwohner von Los Angeles fliehen in Panik vor den Feuerwolken. Es könnte zu spät sein, da ein Feuersturm bereits auf die Stadt zurast. Als nächstes würde die Erde von einer Druckwelle erfasst, die von einem Erdbeben mit der Stärke 8,3 oder mehr ausgelöst werden würde. Nur wenige Gebäude würden das überstehen. Die Erschütterungen wären an der kompletten Westküste der USA spürbar. Bei einem Asteroideneinschlag von diesem Ausmaß würde in einem Umkreis von hunderten Kilometern alles vernichtet werden. Im 320 Kilometer entfernten Los Angeles könnte man den Rauchpilz von Las Vegas mit bloßem Auge sehen. Wenn man vom Auto aus in die richtige Richtung blicken würde, würde man die Katastrophe live miterleben. Die Einwohner von Los Angeles fliehen in Panik vor den Feuerwolken. Es könnte zu spät sein, da ein Feuersturm bereits auf die Stadt zurast. Im US-Bundesstaat Nevada wüten Flächenbrände, die sich auf den ganzen Westen der USA ausbreiten. Nur 4 Minuten nach dem Einschlag sehen die Bewohner von Los Angeles entsetzt zu, wie ein Gesteinschauer auf die Stadt niederprasselt. Bei dem Einschlag wird Material bis in den Weltraum geschleudert und dringt dann mit hoher Geschwindigkeit wieder in die Atmosphäre ein. Man könnte einen Meteorregen beobachten, der über jede Vorstellung hinausgeht. Das wäre vergleichbar mit dem Abschuss von 1 Million Atomsprengköpfen von einem U-Boot auf Los Angeles. Der Himmel verwandelt sich in ein glühendes Inferno. Bei diesem Meteorregen wird extrem viel Energie in die Atmosphäre abgegeben.
Wissenschaftler haben berechnet, dass die obere Atmosphäre des ganzen Planeten durch die unzähligen Gesteinstrümmer auf Pizzaofentemperaturen erhitzt würde. Pflanzen und Kleidung würden Feuer fangen. Ohne Schutz wären Verbrennungen dritten Grades die Folge. Die Feuerwalze breitet sich weiter aus. Die Feuerwehren tun ihr Möglichstes, doch sie sind machtlos. Ein Asteroideneinschlag würde im sowieso schon extrem trockenen Südwesten unvorstellbare Großflächenbrände auslösen. Nachdem die Brände erloschen sind, ist die Bilanz verheerend. Alle Gebäude und Autos sind verbrannt. Es gibt keine Nahrung mehr und die Kommunikationsnetze funktionieren nicht. Man kann weder telefonieren noch fernsehen. Funkverkehr ist ebenfalls nicht möglich. Las Vegas existiert nicht mehr und Los Angeles liegt in Schutt und Asche. Die Überlebenden sind verzweifelt. Und die nächste Katastrophe kündigt sich an. Nicht nur der Einschlag eines Asteroiden selbst, sondern auch die Folgen des Einschlags sind absolut verheerend. Bei einem Asteroideneinschlag wird viel Material in die Atmosphäre geschleudert. Die Folgen in der oberen Atmosphäre sind am schlimmsten. In den folgenden Tagen werden Asche und Trümmer von den Winden in großen Höhen erfasst. Wenn Material in die Stratosphäre gelangt, bleibt es dort oben und wird allmählich über den ganzen Planeten verteilt. Das hat langfristige Folgen, die sich über Jahre hinziehen. Wenn genug Material in die Atmosphäre gelangt, würde sich das Klima verändern. Innerhalb weniger Wochen würde sich ein Schleier um die Erde legen und das Sonnenlicht blockieren. Nach dem Einschlag, der Verwüstung und den Flächenbränden würde uns ein weiteres Horrorszenario erwarten. Ein Impaktwinter, so ähnlich wie ein nuklearer Winter. Ohne Sonnenlicht würde die Oberflächentemperatur um 6 bis 8 Grad fallen. Wegen des Temperatursturzes könnten manche Feldfrüchte nicht mehr angebaut werden. Die Wachstumszeit wäre länger und es gäbe weniger Regen. Das würde den Ackerbau auf der Erde extrem erschweren. Der Nahrungsmangel wird zu einem gewaltigen Problem. Das ist der Anfang vom Ende. Die Nahrungsmittelvorräte der meisten Städte reichen nur eine Woche. Falls es also keinen Nachschub gibt, haben die Menschen keine Lebensmittel und auch kein Benzin mehr. Die Folgeschäden wären also viel verheerender als die Katastrophe an sich. Von dem Klimawandel sind 1 Milliarde Menschen betroffen, die sowieso schon wenig zu essen haben. Der Südwesten der USA ist niedergebrannt und die globale Landwirtschaft liegt am Boden. Nun kämpft jeder ums Überleben. Sind wir solchen Katastrophen hilflos ausgeliefert? Oder können wir die Erde retten, wenn ein Asteroid einzuschlagen droht? Weltraumwissenschaftler von der B612 Foundation und Ball Aerospace versuchen, unseren Planeten zu schützen. Erdbeben, Tornados und Hurricanes können wir nicht aufhalten. Ein Asteroideneinschlag ist die einzige Naturkatastrophe, die wir Menschen vielleicht verhindern können. Asteroiden vom Kurs abzubringen ist viel einfacher, als sie zu finden. Wir beschäftigen uns momentan also hauptsächlich damit, Asteroiden aufzuspüren. Asteroiden stellen eine große Bedrohung dar. Irgendwann wird wieder einer einschlagen. Wir wissen nur nicht wann und wo. Wissenschaftler haben ungefähr 600.000 Asteroiden entdeckt. Man vermutet jedoch, dass es insgesamt Millionen gibt. Die NASA hat gute Arbeit geleistet und die Asteroiden gefunden, die knapp einen Kilometer oder größer sind. Solch ein Brocken könnte die Weltwirtschaft 100 oder 200 Jahre lahmlegen. Wir konzentrieren uns auf die kleineren Asteroiden, die auch sehr gefährlich sind. Das ehrgeizige Ziel der B612 Foundation ist es, alle Asteroiden zu erfassen.
Es ist sehr schwierig, diese kleinen Asteroiden mit Teleskopen von der Erde aus zu entdecken, da diese Teleskope auf Licht angewiesen sind. Die Asteroiden sind aber sehr dunkel. Um die Asteroiden zu entdecken, muss ein Infrarotteleskop im Weltraum stationiert werden. Ed Lu und sein Team haben zu diesem Zweck das Sentinel-Programm ins Leben gerufen. Das Sentinel-Weltraumteleskop soll uns so früh wie möglich vor potenziell gefährlichen Asteroiden warnen. Wir müssen das Infrarotteleskop möglichst nah an die Sonne heranbringen. Sobald es in der Umlaufbahn um die Sonne ist, können wir in die Tiefen des Sonnensystems blicken und dort nach Asteroiden suchen. Das Tolle an Sentinel ist, dass wir Asteroiden Jahrzehnte vor einer möglichen Kollision mit der Erde ausmachen können. Einen Asteroiden zu entdecken, ist aber nur die halbe Miete. Wenn wir einen Asteroiden gefunden haben, müssen wir seine Geschwindigkeit nur um einen Millimeter pro Sekunde ändern. Dazu könnte man ein Raumschiff dagegen schießen oder ihn durch Schwerkraft ablenken. Wenn wir den Kurs des Asteroiden verändern könnten, würde die Erde verschont werden. Unsere Arbeit ist extrem wichtig, da wir damit vielleicht eines Tages die Menschheit retten werden. Ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab, dass wir eine Lösung für dieses Problem finden. Unser Planet ist seit jeher den Launen der Natur ausgeliefert. Dank Weltraumteleskopen wie Sentinel und WISE bleibt uns das Schicksal der Dinosaurier vielleicht erspart. Die einzige Frage lautet: Wird das Frühwarnsystem rechtzeitig fertig?